Herzlich willkommen bei dem Fahrradbauvideo für Anfänger über Meyers TV 84 oder website-berlin.de. Heute ist nächstes Kapitel: Kugellager rausholen, entfernen aus dem Felgen. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. So. Genau. Ja, die Felge ist, wie gesagt, das war die Schrottfelge, wo ich mal den Mantel gelöst habe, die total verrostet ist. Dementsprechend fliegt die auch weg. Und ich baue jetzt alles ab, was hier dran noch verwertbar ist. Zum Beispiel, ich habe ja schon mal auf der einen Seite Kugellager entfernt. Das sind diese kleinen Kugeln hier. Die sorgen dafür, dass sich das Fahrrad dreht. Oder die Felge dreht. Das kann man eigentlich ganz leicht lösen. Das ist meist mit einem Schlüssel zwischen 13 bis 15 variabel. Und man geht einfach rein und dreht dann. Und dreht und dreht und dreht. Da dreht sich schon von alleine. Nur das Gewinde ist hier eben ein bisschen schon hinüber. Von daher muss man da eben nochmal etwas mehr Kraft hier rüber. Die Felge habe ich jetzt ohne Schutzbacken angeschlossen, weil das fliegt eh weg hier. Die Speichen werden gelöst, die Kugeln kommen raus. Von daher habe ich jetzt keine Backen dran gemacht. Aber normalerweise sollte man das immer machen. Das lässt sich wohl ganz locker abschrauben hier bei der alten Felge. Immer schön alles aufbewahren, denn das kostet jetzt alles bares Geld. Normalerweise liegen die Kugeln einzeln hier drin, die man mit einem Schraubendreher zum Beispiel herausholen kann hier. Und normalerweise ist das hier drin auch gefettet, aber na gut, ist jetzt nicht mehr so der Fall gewesen. Die kann man dann hier ohne Probleme eigentlich draus lösen. Gegebenenfalls drinnen lassen, reinigen, fetten, hat man gleich ein neues Kugellager wieder. Weil die sind immer noch in Ordnung, die lassen sich drehen. Und dann kann man das ganz einfach lösen. Das geht wie Butter. So, dann wird das mal hier abgeschraubt. Oh ne, geht ja nicht. In der Mitte ist kein Gewinde. So. Und das wird auch aufbewahrt. Da kann man gleich sehen, ob das Gewinde in Ordnung ist, sobald sich das dreht oder nicht dreht. So, da ist alles einmal frei. Das bedeutet, das kann man auch nochmal wiederverwenden für eine andere vordere Felge. Sowas nie wegwerfen, weil kann man immer noch mal gebrauchen. Und so baut man dann eben Kugellager aus. Das ist eine leichte Variante. Und da geht das auch. Die Felge selber, die ist Schrott. Die Innenlager war noch intakt gewesen, deswegen habe ich sie abgebaut. Diese kleinen Sachen sind nämlich sündhaft teuer. Vor allem wenn man da irgendwie mal da was selber macht. Und es ist reine Feinarbeit. So, das ist fest. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich gleich das hier lösen. Genau. So. Einmal schön nach rechts drehen, dann löst sich das hier. Weil die Speichen selber sind auch noch komplett intakt hier. Man braucht nicht mit dem hier, mit dem kann man eigentlich festspannen und locker spannen. Meist kann man hier mit einem Schraubendreher noch rein. Mal gucken, ob das geht hier. Genau. Trotz des Rostes geht das noch.
muss ich nochmal eine neue Kappe hier machen. Genau. So. Das sieht man gar nicht hier. Also. Die Speichen sind ja festgemacht mit diesen Nieten hier. Die sind wiederum festgeschraubt. Die habe ich jetzt eine gelöst. Und ihr seht von der anderen Seite, zeige ich gleich mal. Im Endeffekt so aus hier. Die wird im Endeffekt, die Speiche kommt hier rein. Dann wird die reingesteckt und festgeschraubt. Aber nie bis im Anschlag, denn dann macht man sich das kaputt. Und wenn das alles fest drin ist, dann kann man das eben schön feststellen. Und das ist eben eine kleine Hundearbeit, wenn man wirklich jede einzelne macht. Aber das kostet noch umso mehr, wenn, ja, soll ich sagen, wenn man sich das eben alles neu kauft, obwohl es eben noch ein bisschen intakt ist. So, das macht Spaß hier. Gucken, ob ich das hier schon mal zeigen kann. Ja, so. Und die kann man dann eben eigentlich theoretisch, wenn der nicht im Wege ist. Und so sieht die Speiche dann ohne Felge aus. Guck mal, so, Kamera da. Sieht man alles. So, stelle ich mich mal vor. Von hier bis hier wird im Endeffekt nur hier unten reingehängt. Das ist über Kreuz immer so und wird dann hier, kommt dann hier rein und wird von oben festgeschraubt. Für die Speicheneinstellung oder für die Speichenbefestigung gibt es so eine gewisse Faustregel für verschiedene Felgen. Die kann man im Internet nachlesen, beziehungsweise über irgendwelche Fahrradbaubücher. Kann man die dann hier nachlesen, wie man das ungefähr, in welcher Reihenfolge das macht. Das lässt sich zum Beispiel auch nicht mehr so lösen. Da sieht man schon, wie der Dreck hier oben rauskommt. Bevor man merkt, dass man mit dem Schraubendreher hier nicht weiterkommt, dann lieber mit einem Spanner durchgehen und dann mit dem Schraubendreher, bevor man sich oben die Nut kaputt macht. Oder wo der Schlitzschraubendreher im Endeffekt reinpasst. Nicht mit Gewalt oder sonst was. Wenn sich das gar nicht lösen lässt, dann eben noch mit W40 noch ein bisschen rüber. Und dann ein bisschen einziehen lassen und später nochmal dran gehen. Aber wenn man da mit Gewalt rangeht, macht man sich das ganz schnell kaputt. Und das bei jeder einzelnen Speiche. Immer neu. Genau. Bei so einer alten Felge zieht das natürlich. Und dann lässt sich das eben ganz leicht lösen. Was es noch gibt, wir haben einmal hier die zum Reinhängen, wo man von außen dann im Endeffekt festschraubt mit einer Mutter. Und es gibt einmal die mit Schnellspanner, die man hier einfach rein, also hängt man rein, Schnellspanner rein, festmachen mit Feder und so weiter. Und ist alles schick. Dann funktioniert das. Das ist die andere Variante, die finde ich eigentlich besser. Aber das ist die ganz alte Variante. Was soll man machen? Sowas soll es auch geben, aber niemals solche Sachen hier wegwerfen, denn Speichen sind wirklich teuer. 40, 50 Euro. Muss man schon für einen guten Satz rechnen. Also wirklich für einen guten Satz. Die Billigdinger würde ich nie im Leben nehmen. So, da ist es schon gelöst hier. Ich verabschiede mich damit schon mal. Ich habe euch das erstmal soweit ein bisschen gezeigt. Schraubendreher oben rein. Wir haben ja hier so eine Art Nute hier. So ein Schlitz. Und da kann man dann schön drehen hier. Ups, verloren. Finde ich gleich wieder.
Und wenn sie sich drehen lässt mit dem Spanner, ein bisschen lösen und dann kann man von oben wieder drehen, aber nicht mit Gewalt machen. Immer Kugellager mal schon rausholen, weil die sind auch teuer. Und ja, das finde ich nicht mal. Aber ich finde es gleich wieder, habe ja gleich ein bisschen Zeit. Bis dann sage ich schon mal viel Spaß und...